Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück beim sechsten Teil meines Let's Plays von Assassin's Creed Liberation auf der PlayStation 3. So, im letzten Teil haben wir den gefälschten Mentor unseres Mentors gekillt, auf gut Deutsch. Und dabei auch irgendeinen Hinweis, einen Hinweis bekommen, dass mit unseren Erinnerungen nicht alles so ganz astrein ist. So, und an der Stelle sind wir jetzt auch wieder. Das hatte ich gerade, da hatte ich glaube ich Pause gemacht, weil das nächste Ziel relativ weit weg ist. Wo ist es denn? Na, da unten. So, jo, da begeben wir uns gleich hin, aber zuerst will ich mal den Bekanntheitsgrad ein bisschen runterregeln hier. So, reicht das schon? Ja. Einer noch. Wo haben wir ihn? Da. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Nein, nicht da lang. Mit Stauch. Da. Zack, genau. So, kommt man irgendwie auf diesen Baum? So. Dann gehen wir erstmal eine Runde planschen. So, komme ich hier irgendwie durch? Zu dem Boot da drüben? Natürlich nicht. So ein Schmuck. Na, dann nehmen wir das. Hauptsache, das bringt mir auch ein bisschen voran hier. So, halt. Nun, Kamera, dreh dich. Boah, was ist denn mit der Kamera? Wieso dreht die sich nicht? So, hier durch den kleinen Nebenarm. Komme ich hier hoch? Jo. So, und hier sind wir wieder im Lager unseres Mentors. Okay, das heißt, er ist wieder da oben in seiner Hütte. Da wäre auch eine Leiter gewesen. Na. Agathe, ich habe getan, was du wolltest.
Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für De Ferrer. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seien wir dankbar, dass es nicht dazu kam. Sonst wäre die Bruderschaft. Denken wir nicht dran. Du hast das Wespennest im Bayou ausgeräuchert. Zumindest fürs Erste. De Ferrer schlägt sicher zurück. Okay. Oh, Sequenz 2 beendet. So, wir sind wieder als Damen verkleidet. Na, das heißt, ich kann mir den Dingens Aussichtspunkt wieder nicht holen. Weil als Dame kann man ja nicht klettern. So, schauen wir mal. Wo ist denn die nächste Mission? Wo startet die? Hier am Hafen. Gut. Senorita. Bonsoir. Ich bin eine Freundin von Kapitän Dominguez. Ist er an Bord? Zu dieser Stunde. Der Kapitän ist in der Taverne. Wo sonst? Vielen Dank. Tja, wo auch sonst? Okay, da ist eine Straßensperre, warum auch immer. Hockt da. Farewell and adieu to you, best forest ladies. Farewell and adieu to you. Das ist das Einzige, was ich bin. Ich bin Carlos Dominguez. Kapitän, so sieht man sich wieder. Ach ja? Ihr drei kommt mir bekannt vor. Doch ihr seid alle in meiner Kabine willkommen. Ich bin Manns genug für. Ich glaube nicht. Oder wir vergnügen uns gleich hier. Wisst ihr etwas über Rafael Joaquin de Ferrer? Ich fürchte, er ist nicht eingeladen. Was habt ihr mit ihm zu schaffen? Er zahlt für einen Transport hin und zurück nach New Orleans. Das ist alles. Ich transportiere Dinge gegen Bezahlung. Dinge bezahlt. Transport bezahlt. Hin und her. Und her und hin. Was hat er vor? Warum New Orleans? Ich weiß es nicht. Senor de Ferrer ist ein sehr, sehr verschwiegener Mann. Das war wohl die falsche von den drei. Zeit, Kapitän. Rotze voll. Zur Villa zurückkehren. Preisfrage. Wo ist denn die Villa? Achso, ja. Und wieder mal Ubisoft, danke für
Kannst du... Scheiße, was war das? Wenn nur bestimmte Herren... So, was ich sagen wollte, danke Ubisoft für die Wegpunkte. Für so Deppen wie mich. No, mein Fifi ist auch hinter mir noch her. Kann ich auch zwei betören? Sie sagen, dass ich seinen Avancen endlich erlegen will, aber er hat mich gezwungen. Ah, ne, ich kann sie nur austauschen. Okay, er ist oben. Gucken, gibt es hier unten was Tolles? Hm, irgendwie nicht. Die Tür ist zu, da ist nix. Da ist nichts. Ne, den. Aveline. Auf den Beinen, immer unterwegs. Doch inzwischen zu Hause, Papa. Monsieur Blanc sagt, du erweist meinem Geschäft große Dienste. Unserem Geschäft. Denn eines Tages erbt es dein Ehemann. Oh, Papa. Du weißt, ich kümmere mich lieber um mich als um einen Mann. Genauso stur wie deine Mutter Jeanne. Wenn sie dich nur sehen könnte. Kann sie nicht. Nein. Aber vielleicht bist du nun alt genug. Es ist nicht viel, nur eine Seite. Aber aus ihrem Tagebuch. Bitte nimm sie. Mama. Vielen Dank, Papa. Na, dann nehmen wir uns doch mal die Seite. So, ist hier in dem Zimmer sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Oder Moment, was ist hier noch? Kann man auch nicht machen, nicht mit interagieren. Ach, na gut, dann gehen wir runter. Da oben ist auch noch eine Kerze. Auftakt zur Rebellion. Mich erschreckt? Ich wollte nicht stören. Deine Musik ist atemberaubend. Du könntest jeden Mann damit betören. Du schmeichelst mir zu sehr, Papa. Die Ehre gebührt meinem Lehrer. Ich bin nur ein Instrument seines Willens. Wie gesegnet wir sind mit deiner Tochter, die ihre Talente friedlich einsetzt und nicht wütet in den Straßen von New Orleans. Es gibt so viele Unruhen seit der Ankunft der Spanier. Nun, ich will dich nicht vom Üben abhalten. Ich habe eine Nachricht von Monsieur Blanc. Wenn du Zeit hast, hilf ihm bitte am Lagerhaus. Aber sei dann schön vorsichtig. Die Straßen sind nicht sicher für eine Dame. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß, dein Charme und deine Anmut sind deine Rüstung. Na, nicht nur die.
Toll. Da geht's nicht lang. So, was hier los? Folterknechte! Entführer! Wir wollen antworten! Schmutzige Schweine! Zurück in die Sümpfe! Wie viele sollen noch verschwinden? Haut ab! Sonst kriegt ihr einen Grund zu protestieren! Ah, genau, schönen Druck. Genug! Der Mann ist besiegt. Du missbrauchst die wenige Macht, die du hast. Ja gut, lass mich gehen. Also, worum geht es hier? Es gibt immer mehr Entführte bei uns, oder? Es gibt sie eher nicht mehr, deshalb sind wir... Habt ihr Beweise, dass die Spanier beteiligt sind? Seit ihrer Ankunft sind es immer mehr geworden. Immer mehr? Das Leben war nie leicht. Jetzt ist es schlimmer. Ein Aufruhr wird eurer Sache nicht helfen. Ihr braucht Beweise. Ja, und wie sollen wir die bekommen? Ich weiß nicht. Noch nicht. Tolle Hilfe bist du. Schönen Schrank auch. Ich habe euch gerade den Arsch gerettet. Oh, hier ist wieder eine Straßensperre. So, da rechts das Symbol, da ist doch bestimmt hier so ein Magistrat, den man bestechen kann, oder? Hier jetzt. Ich hab euch gewarnt. Nash, schön aufs Maul. Oh, ja. Okay. Lassen wir das. Brauche ich jetzt eher schlimmer. So, und dann gehen wir mal zum Lagerhaus. Kurz gucken, passt das noch in den Part? Ja. Das machen wir noch. Avelin, guten Tag. Ich habe eine Überraschung für dich. Was hältst du davon? Für das unbedarfte Auge ein unscheinbares Lagerhaus, doch für unsere Bruderschaft das neue Hauptquartier. Agathea hat seinen Amtssitz im Sumpf, aber wir dachten, das ist geeigneter für deine Angelegenheiten. Mhm. Von diesem Schreibtisch leitest du, oder besser noch, expandierst du euer Handelsimperium. Aha. Was kommt denn nun? Eieiei. Bewege den Cursor über New Orleans, drücke X, um die Stadt auszuwählen. Wenn das Schiff Jupiter. Kaufe Baumwolle, um das Schiff zu beladen. Wie viel denn? Ja, mal fuffig.
So. Platz im Frachtraum 80. So. Okay. Haben wir. Benutze die Option Schiff entsenden. Okay. Benötigt Baumwolle. Okay. Profil 4000. Bla bla bla. Hurricane ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass es in einen Sturm gerät. Okay. Und knappe 6 Minuten. Na dann Feuer frei. Wenn das Schiff sein Ziel erreicht, werden die Waren automatisch verkauft. Gut. Jo. Dieses Zimmer ist nur für dich. Und alle deine Kleider findest du hier. Mhm. Und hier hast du einen privaten Ort, um deine Kleidung zu wechseln. Das ist schön. Und das Wichtigste, deine Waffen und Geräte findest du hier. Also, gefällt es dir dann? Es ist perfekt. In diesem Fall lasse ich dir einen kleinen Moment, damit du dir alles ansehen kannst. Mhm. So, das heißt, hier sehen wir alle Treffer und Waffenarm, sagst du, ja? Das ist momentan nur das. Normale Waffen, ein Endermesser. Voll irre. Hier sind Schusswaffen. Okay. So, und hier kann ich mich umziehen, sagst du. Jep. Gut. So denn. Aveline, ich habe etwas Besonderes für dich erfunden. Ein Sonnenschirm? Ich sollte dir wohl danken, aber... Erlaub mir es zu demonstrieren. Na, dann mach doch mal. Na? Elegant und tödlich. Hä? Genau wie my lady. Monsieur Blanc, ihr kennt mich wirklich gut. Oh, gut. Zum Geschäft. Kennst du noch unseren Rivalen, Monsieur Boucher, der zweimal beim Weinpanschen erwischt wurde? Spielt er das alte Spiel immer noch? Diesmal meint er, unser Kaffee wäre ungesund. Er betreibt einen Stand auf dem Markt bei den Docks und verteilt dort entsprechende Handzettel. Der Verkauf... Geh zurück und wir haben ohnehin schon genügend Geldprobleme mit der Firma. Sprich nicht weiter. Ich sorge dafür, dass die Lügen aufhören. Gut. So, dann da beenden wir den Part erstmal an dieser Stelle. Ah, okay, wir haben jetzt ein neues Hauptquartier, wenn man es denn so nennen kann. Sprich, ein Rückzugsort. Und jetzt im nächsten Part gucken wir mal, was wir mit dem Herrn machen, der meint, unseren Kaffee schlecht reden zu müssen. So, ich verbleibe immer mit den besten Grüßen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss.